Lehrt, wenn man dem Spiel in Elversberg irgendwas abgewinnen will, trotz des Ausscheidens, dann, dass es vielleicht so ein Warnschuss war, dass trotz einer guten Vorbereitung noch viel Arbeit vor euch liegt. Wie hat das Spiel sich auf euch ausgewirkt? Wie war jetzt die Trainingswoche? Ja, erstmal ging es darum, dass wir das Spiel richtig aufarbeiten mit dem Trainerteam. Das haben wir auch detailliert gemacht. Aber ich glaube, es ist auch klar, dass das Spiel jetzt abgehakt sein muss, dass der volle Fokus auf VfL Bochum liegt. Und dementsprechend haben wir uns jetzt die Woche auch damit befasst und haben das Spiel jetzt gegen Elversberg, wie gesagt, analysiert und dann am Ende auch abgehakt. Was waren denn so die Inhalte diese Woche? Ja, haben viel an der Kompaktheit gearbeitet, an der Aggressivität, an den Laufwegen, dass der eine und der andere sich besser kennenlernen, im Hinblick auf Bochum natürlich. Auch an dich die Frage, 5000 Zuschauer, wenn es denn so kommt, ist noch, glaube ich, ein bisschen unklar. Freust du dich drauf, dass zumindest wieder ein bisschen Leben auf den Tribünen sein wird? Absolut. Also auch wenn es nur 5000 sind, jeder Einzelne ist herzlich willkommen und das merken wir auf dem Feld natürlich auch. Dein letztes Spiel in Bochum mit Sandhausen, das war ein wildes Ding. Da ging es 4-4 aus, wenn ich richtig geguckt habe.